Die richtige Ausrüstung spielt auch beim Golfen eine wesentliche Rolle. Golfschuhe, Golfhandschuh und Schläger samt Ball sind ein Muss, wenn man diese Sportart ernsthaft betreiben will. Obwohl Golf in Europa leider immer noch eher eine Randsportart ist, konnten sich auch im heurigen Jahr wieder viele Kids für diese Sportart begeistern. Ja, es ist ähnlich viel bei uns. Wir haben voriges Jahr 120 Teilnehmer gehabt, heuer 110 Volksschulen aus dem Mürztal, Hauptschulen aus dem Mürztal. Insgesamt, wie gesagt, 110 Kinder heute. Golf ist ja ein sehr langer Sport, sage ich mal, was die Zeit betrifft. Jetzt gibt es hier 3 Stunden Intervalle für die Schulen. Kann man den Kindern in 3 Stunden überhaupt das Golfen näher bringen? Man kann ihnen erzählen, wie es funktionieren könnte. Wir bieten dann Kurse an. In der nächsten Woche gibt es einen Platzreifekurs für Kinder. Das sind insgesamt 8 Stunden um 40 Euro. Und in dieser Zeit kann man den Kindern dann Golf näher bringen. Heute können sie nur reinschnuppern. Wie schaut's aus? Schon einige Talente entdeckt? Ganz große Talente. Ein Mädchen mit 12 Jahren, die hat einfach jeden Ball getroffen. Es war wunderbar, ihr zuzuschauen. Abgesehen vom Privatleben, ein neuer Tiger Woods vielleicht in Österreich in Aussicht? Tiger Woods vielleicht nicht, aber ein paar Wiesberger werden wir schon finden hier. Talente sollen bekanntlich gefördert werden und so werden sich auch nächstes Jahr wieder zahlreiche Schüler für den Schulgolftag der Antenne Steiermark anmelden, um dann irgendwann vielleicht mal profimäßig sagen zu können, gutes Spiel.